Guten Morgen und einen schönen Advent 2023. Eine neue Zeit bricht an. Also mit dem echten Advent können wir uns natürlich nicht messen, aber doch, es kommt was auf uns zu, so klein die Anfänge auch sind. Ich bin Freddy Spindler, ich bin Paläontologe und Illustrator. Mit beiden zusammen, also mit der Fossilienforschung und der Paläokunst, haben wir gewissermaßen den Antrieb und die Steuerung, wenn wir durch die Geschichte des Lebens reisen. Mit Paläonavix kommt ihr zurück in längst vergangene Zeiten. Wir wollen hier mit euch einiges Interessantes entdecken, was die Welt der ausgestorbenen Arten angeht. Und zugegeben, das wird immer ein bisschen saurierlastig sein. Das ist einfach mal das interessanteste Thema. In der Grundschule waren fast alle mal Fans und dann gibt es Leute, ja, wie mich, da hält die Kindheit einfach ein bisschen länger an. Und deswegen ist gerade in diesem Jahr mein Advent auch ein bisschen ein Rückblick auf alles Vergangene. Und es geht eben deswegen gleich am Anfang nicht unbedingt nur um hunderte Millionen Jahre, sondern zuallererst nur reichlich 35 Jahre in die Vergangenheit. Ich habe in meinem alten Fotoalbum gekramt und mir ein bisschen Fotos angeschaut, die zeigen, wo ich meine Anfänge in Dino-Interesse und Zeichnen genommen habe. Und da gehen wir in den Sommer 1988 in die DDR mit ihrem einzigen wirklichen Saurierpark nach Kleinwelka in der Lausitz. Da sind zwei Plateosaurier zu sehen. Das ist ein Saurier, der auch auf dem Gebiet der DDR gefunden worden ist, nämlich in Halberstadt. Also ein Tier, das man aus erster Hand studieren konnte und über Bücher und das bisschen, was in der Bevölkerung war an Publikationen, sind dann eben diese Vorstellungen in Beton- und Stahlmodelle geflossen. Das macht den Park in Kleinwelka aus, auch mit dem historischen Charme. Hier bin ich zu sehen, der gerade in die Kamera schaut und weiß nicht, ob das ein Gelegenheitsgriff ist oder ob ich da Revier markieren möchte. Ich bin beeindruckt von einem sehr großen Krokodil, Deinosuchus. Wirklich ein bisschen übergroß. Und das habe ich erst Jahre später begriffen, dass mir dieses Modell auch wirklich die Vorstellung von Dinosauriern verdorben hat. Ja, also ich habe gewusst, Tiere, die es heute gibt, konnte es damals auch geben, die waren halt ein bisschen größer, aber das hat meinen Maßstab verschoben. Dinosaurier waren für mich eine ganz andere Kategorie, das hatte mit Tieren, mit eigentlichen Tieren nicht wirklich was zu tun, das habe ich gar nicht zusammengebracht. Ja, die lebten halt auch. Und so ein Krokodil ist aber der Link in die heutige Zeit. Und das ist das Modell, was mir eigentlich dieses Übergroße, dieses Überdimensionierte transportiert hat. Und einige Dino-Modelle zwar auch, ja, aber eine falsche Vorstellung hatte ich dann im Kopf. Was haben wir als nächstes Jahr? Was Buntes auch mal von der Postkarte. Das war eigentlich für lange Zeit der einzige Zugang zu bunten Fotos fürs Album. Die haben mich weniger interessiert. Wenn das einen langen Hals hat, muss es eigentlich ein Pflanzenfresser sein. Das stimmt hier nicht. Ja, es ist halt kein Dino gemeint. Das sind gar keine schlechten Modelle bis heute. Ja, aber das war offenbar so beeindruckend im August 88, dass ich dann angefangen habe, diese Tiere zu kritzeln. War nicht mein einziger Besuch, aber wahrscheinlich der beeindruckendste. Und so sieht das dann aus im März 89. Ich bin also frisch 5 Jahre alt. Ich muss also mit 4 begonnen haben. Hier mache ich gerade so einen Mix aus Allosaurus, Tyrannosaurus. Aber es sind konkrete Beobachtungen drin. Und zwar, jetzt sehen wir mal das fertige Bild, diese abknickenden Zacken auf dem Rücken. Das ist nicht einfach Fantasie, sondern das habe ich von einem anderen Modell in Kleinwelka beobachtet und mir dann gedacht, na, das können, wenn das ein Dino haben kann, dann können das andere auch haben. Ja? Ich zeige euch gleich, von welchem das stammt. Dann kam der Schuleingang. Das hat überhaupt nichts mit Paläontologie zu tun. Das hat auch nichts mit Mode zu tun. Aber es geht die Zeit los, in der ich auch Dino-Bücher konsumiere. Ich habe lange Zeit auch nicht gelesen. Eigentlich habe ich bis Jurassic Park nicht wirklich was ernsthaft gelesen, weil ich dachte, ich kenne mich aus. Und da habe ich gemerkt, ich weiß überhaupt nichts. Da musste ich dann doch mal mehr machen, als Bilder anzuschauen. Na gut, aber anderes Thema. Hier ist ein Bild aus dem Jahr 92 mit meinem sogenannten kleinen Bruder. Also er ist heute ein Kopf größer. Damals sind wir schon irgendwie gleich groß. Er mit der leckeren Samthose da und ich
hab irgendwie gerade eine frische Tonsur gekriegt, in irgendeinen Orden bin ich eingetreten. Naja, wir sind mit dem Vater auf eine Tour gebracht worden, nach Berlin, ins Naturkundemuseum. Dort stammen ja viele Inspirationen für die in der DDR dann bekannten Saurier her. Jetzt in der neuen Zeit war eh alles offener und wir konnten auch längst lesen und ja, da war ein Museumsbesuch überfällig. Hinten haben wir so einen Plateosaurus da rechts oben in der Ecke und der im Mittelgrund, das ist ein Paraiasaurier, großer Pflanzenfresser, kein Dino, ist noch vor Dino-Zeit, spätes Perm. Und da ist das Ding, was ich zeigen wollte, also das Skelett in der Mitte ist das Interessante, aber ja, ich gucke auch mal fröhlich auf Fotos, ist nicht so häufig. Das ist ein Kentrosaurus, der ist in Ostafrika entdeckt worden und das ist schon über 100 Jahre her, war halt studierbar auf deutschem Boden und im Gegensatz zu dem berühmten Stegosaurus ist der deswegen in die Modelle in Kleinwelka eingeflossen und ihr seht, im Brustbereich sind ein paar Platten ein bisschen unregelmäßiger, das ist in übertriebener Form, ja, völlig überzeichnet in ein Modell in Kleinwelka eingeflossen und da hatte ich dann 89 diese Beobachtung her. Das waren so die Anfänge der Dino-Begeisterung, Saurier-Begeisterung meinerseits, dass ich das irgendwann mal studieren würde, war dann lange nicht klar, war eigentlich auch bis vor die Abi-Jahrgänge nicht klar. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, ein bisschen was zeichnen können wir auch mal, aber ja, ich werde auch mal was über die Jugendphase bringen, aber hauptsächlich Zeichnungen, wo man ein bisschen die Entwicklung des vermeintlichen Paläokünstlers nachempfinden. Spezielle Grüße gehen heute raus an den Iggy. Habt ihr ihn klein gesehen? Wer ihn groß sehen und hören will, Musiklink steht unten in der Beschreibung. Richtig gute Musik und vielleicht ist es gleich was für einen Adventssonntag. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.